So, da wären wir wieder. Wie ihr sehen könnt, werden die Hunde jetzt alle schon runtergebracht. Das ist gut so. Und die Zeit lasse ich jetzt einfach weiterlaufen. So lange, bis die Goblins kommen. Nein, so lange, bis irgendwas Wichtiges wieder ansteht, weil momentan haben wir nicht wirklich viel zu tun. Also ich könnte ein bisschen Micromanagement betreiben, aber das finde ich nicht so interessant. Oh, ein Hündchen ist durchgedreht. Stray Puppy is no longer enraged. Ich habe hier aber irgendwo, ich habe hier nirgendwo eine Enraged-Nachricht bekommen. Ah ja, komisch. Na gut, mehr Gräber. Das dürfte zwar eigentlich erstmal reichen, aber man weiß ja nie. Außerdem will ich meinen Stockpile oben entlasten. So, hier fangen wir die nächste Reihe an. Und die Miner haben das Gebiet schon fast ausgegraben. Aber der Skill von denen kann noch nicht wirklich hoch sein, denn bei ihm ist immer noch die Animation oder die Grafik von einem Holzarbeiter und bei ihm immer noch von dem Kämpfer. Und bei den anderen auch nicht wirklich die Steinarbeiter. Schade, schade. Aber gut, lassen wir einfach mal ein, zwei Folgen hier durcharbeiten, dann müsste das schon hinhauen. So. Ich könnte ja, da wir ja nicht wirklich was anderes zu tun haben, die Müllpresse jetzt anfangen. Wo packen wir die am besten hin? Hier bei der Mine, oder? Ja, hier ist es eh alles ganz schön durcheinander und gehört nicht mehr zu dem Turmsystem, also können wir das auch hier hin tun. Also, theoretisch mache ich erstmal hier eine Tür, falls was schief geht. Dann brauchen wir eine kleine Nische für einen Schalter. Dann mache ich wieder eine Tür, denn ich will nicht, dass aus Versehen ein Zwerg in die Müllpresse läuft und dann der Schalter gedrückt wird. Und dann müsste eigentlich ein feldgroßes Gebiet reichen für die Müllpresse, aber ich mache mal lieber 3x3. So. Und das müsste eigentlich auch gechannelt werden. Das heißt, wir haben jetzt gleich hier die Nische für die, also hier für die Tür, für noch eine Tür, für den Schalter und hier geht es dann eine Etage runter. Und wir bauen dann auf dieser Etage eine Brücke. So war das, glaube ich. Dann führen wir die Brücke hoch, dass man sie nicht mehr sieht. Tun dann die Sachen da rein, die wir nicht mehr brauchen. Oh, dafür sollten wir das Ganze ein bisschen weiter nach rechts machen. Dann können wir nämlich hier auf dem Feld einen Garbage-Dump designieren. Und da neben der Zone ein Feld nach unten ist, also eine Z-Ebene tiefer, schmeißen die Zwerge das dann das Loch runter und nicht lassen es nicht da liegen, wo eigentlich die Zone definiert ist. So, das heißt, kein Zwerg muss da runtersteigen. Und jetzt nochmal hier so. Jetzt müssen wir nur warten, bis die Zwerge so weit sind, da auch auszugraben. Das können wir aber ja manipulieren. Also, dass das nicht mehr designiert, das da, das auch nicht. So, dann haben sie gleich nichts mehr zu tun und kommen hoffentlich hier ran. Das kann auch alles wieder weg. So, na also. Theoretisch hätte ich jetzt nach oben gehen können und da weiterarbeiten, aber da haben wir wohl Glück gehabt. Türen müssten wir noch haben. Nee, haben wir nicht. Aber wir können schon mal den Schalter bauen. Schalter. Da. Und den letzten Chat-Mechanismus ist okay. Jetzt ist die Frage, müssten die Rampen da weg oder nicht? Ich glaube nämlich schon. Und war die Brücke jetzt auf dieser Ebene oder darunter? Ich glaube auf der. Na, gucken wir mal. B. Und dann war das Bridge. Da. Dafür braucht man übrigens Architektur aktiviert. Das haben die Zwerge standardmäßig nicht. Das heißt, irgendein müsste das dann geben. Ich gebe es meistens den Mechanikern und dem Anführer. Und dann kommt hier die Brücke hin. Also mit U, M, K und H kommt man halt das jetzt zu diesem 3x3-Feld machen. Jetzt haben wir noch W, A, D, X und S. Damit können wir uns aussuchen, in welche Richtung das Ganze bewegt werden soll. Also, wenn ich es aber jetzt W drücke, dann ist oben der Ankerpunkt und es wird nach dahin ausgefahren. Dann gibt es noch links, rechts und S ist Retracts. Das heißt, das ganze Ding wird eingefahren. Und Raises
ist dann halt, dass es in die Richtung hochgehoben wird. So können wir aber nicht. So können wir auch nicht. Ah. Das heißt, die Mauer müsste auch noch weg. Konnten wir nicht. Retracts. Ja, ich glaube, damit müsste es auch gehen. Probieren wir es einfach mal aus. Wenn es nicht klappt, können wir es ja immer noch abreißen. Soll aus Granit gemacht werden. So. Und gucken wir mal. Vor allem, was mit den Rampen da unten geschieht. So, jetzt müsste gleich eigentlich ein Mechaniker kommen. Da kommt auf jeden Fall schon mal jemand mit dem Stein angelaufen. Das schaut gut aus. Ja, das mit den Steinen ist echt ziemlich neu für mich. Also früher konnten die Zwerge die Steine rumschleppen, als wenn die aus Luft wären. Jetzt werden die Zwerge dadurch ja richtig langsam. Das macht das Ganze schon ziemlich anstrengend. Aber das haben sie wohl eingeführt damit. Oh, was ist jetzt los? Nein. Es ist hier wieder jemand besessen. Wer ist es diesmal? Hellnagel. Gucken, was er Lustiges bastelt. Ein Crafts Dwarfs Workshop hat er schon mal genommen. Also wird es nichts Wichtiges. Er hat sich Knochen geholt. Einen roten Stein. Er zeichnet Bilder von Skeletten, von Blöcken und von einer Steinmine. Was wir nicht haben, sind wahrscheinlich die Steinblöcke. Die können wir aber kurz herstellen. Kurz herstellen ist gut. Wir haben noch die Aufträge für die ganzen anderen Steinsachen. Alles weg. Und Stone Block. Block. Rock Blocks. Okay. Wir hätten gerne 10 Rock Blocks. Das ist dann hoffentlich genau das, was Hellnagel da braucht. Denn ich will nicht schon wieder jemanden verlieren. Na, kommt da jemand? Die Masons dürften eigentlich nichts zu tun. Ah, doch oben die Mauer, ne? Die könnte ich auch kurz pausieren. Schauen wir mal, ob da jetzt demnächst jemand kommt. Und wenn nicht, dann mache ich oben die ganzen Designationen für die Mauer weg. Weil inzwischen geht es wohl doch ein wenig schneller mit dem Durchdrehen von den Zwergen. Das heißt, Suspense, 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 Suspense. Ja, also einfach überall S drücken. Dann wird das Ganze pausiert und wir können später einfach wieder aktivieren durch nochmaliges S drücken. Das ist ein wenig praktischer, als alles abzubrechen und dann nachher später einen neuen Auftrag zu geben. So. Lässt den Stein einfach da fallen. Was ist das? Na gut. Komm schon, baut ganz schnell einen Steinblock. Ich hoffe mal, dass er einen Steinblock haben wollte, denn es gibt ja auch andere Blöcke. Also Holzblöcke oder Metallblöcke. Aber ich denke mal, es wird ein Stein sein. Sonst war das nichts, ne? Ein Skelett hat er ja schon geholt. Das waren Knochen. Den Quarry, das soll wohl für Steine stehen. Er hatte ja diesen roten Stein schon hingebracht. Also müsste es echt nur der Block sein. Kommt schon, Steinmetz, was macht ihr? Wo sind unsere Masons? Seetangtung. Baut ein Steinsarg? Warum das denn? Ich habe doch die Steinsäge aufgehoben. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. So. Das ist ja auch komisch. Also wir haben die Aufträge in dem Jobmanager rausgenommen, aber in den Workshops selbst waren die noch drin. Da muss man schon drauf achten anscheinend. Oh, und es sind ein paar Kinder alt geworden. Oder ein Kind. Vinadiana ist jetzt eine Zwergin. Oder Zwerg, das weiß ich gerade nicht. Aber schön, dass unsere Kinder langsam erwachsen werden. Alles mehr Arbeiter. Oder potenzielle Leute, die durchdrehen können. Und einer unserer Grunts ist ein Miner geworden. Das heißt, er hat genügend Skill-Ups bekommen. Das ist schon mal schön. Was wesentlich schöner wäre, wenn jetzt endlich ein Mason hier antanzen würde. Hier sind unsere Rockblocks alle schon eingetragen.
Die haben auch schon ein A. A heißt, dass jemand gerade dran arbeitet und da kommen sie auch schon. Kommt schon ganz schnell und dann musst du da hinlaufen und den Block holen. Bitte, bitte, bitte. Und er holt ihn sich. Ja, sehr schön. Und er hat mit einer mysteriösen Konstruktion angefangen. Gut. Ein Zwerg mehr, den wir gerettet haben. Diese mysteriösen Konstruktionen und die Moodswings allgemein kann man übrigens auch ausstellen. Also, falls ihr euch noch nicht sicher genug seid, könnt ihr das in dem Lazy New Pack, also in dem Startprogramm davon einstellen. Denn es kann teilweise schon zu Problemen führen. Gerade wenn man nicht weiß, was mit was gemeint ist. Also er hat ja Zeichnungen gemacht von Skeletten und Quarries und was weiß ich. Da braucht man schon ein bisschen, entweder braucht man das Wiki nebenbei oder ein bisschen Erfahrung. Und allgemein die meisten Sachen, die da rauskommen, kann man nicht unbedingt gebrauchen. Also klar, man kann sie verkaufen, aber so richtig Geldprobleme sollte man eigentlich ab dem zweiten, dritten Jahr nicht mehr haben. Und warum wird hier eigentlich nicht gearbeitet? Na gut. Komm schon, zeig uns das Artefakt. Hellnagel hat Dings Damm Kobben. Ein. ein Hundeknochenbett hergestellt. Das will ich mir angucken. Dings Damm Kobben. Das Hundeknochenbett. V. Dies ist ein Hundeknochenbett. Als wenn es das Natürlichste der Welt wäre, steht das da einfach. Alles Zwergenhandwerk ist von höchster Qualität. Es ist umringt mit Bändern aus Granit-Cabochons, was auch immer Cabochons sind. Dieses Objekt ist bestückt mit Spikes sind so Dornen. Ist bestückt mit Dornen aus Hundeknochen. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von Käse in Kaolonit. Das ist eine Steinart. Also ein mit Dornen besetztes Hundeknochenbett mit einem Bild von Käse. Ja, das gebe ich doch glatt mal Gerugon. Obwohl, nee, werden wir später die richtigen Kammern machen für die Nobles, also für die Lords und Barone und was weiß ich, dann kommt irgendwo das Hundeknochenbett rein. Also doch mal cool. Oh, und wo ist Hellnagel? Den will ich mal ganz kurz raussuchen. Denn er müsste jetzt ja auch eigentlich einen Skill bekommen haben, der auf Maximum gesetzt wurde, dadurch, dass er halt ein Artefakt hergestellt hat. Wenn jemand einen Skill auf Max hat, also auf Legendary, dann sieht man das auch an dem blinkenden Namen hier. Also alle, die einen blinkenden Namen haben, haben schon mindestens einen Skill auf Legendary. Also bei Tami und Wayne of Games wird es der Miner-Skill sein. Alan hatte ja schon mal ein Artefakt hergestellt, der ist unser Legendary Engraver geworden. Und hier haben wir jetzt Hellnagel. Da gehen wir doch mal hin. Und er ist jetzt Legendary Bone Carver geworden dadurch. Hat er überhaupt den Job dafür? Labor. Crafts. Bone Carving. So. Dann nehmen wir das dem anderen mal weg. Wir hatten ja schon einen Bone Carver. Aber der hatte den Skill fast auf Null. Also kriegt er jetzt den Skill nicht mehr. Wird auch umbenannt wieder zu Howler. Mache ich alles gerade im Therapist. So. Und er kann Hellnagel das auch machen. Weil Hellnagel ist ja eigentlich unser Edelsteinexperte. Aber da wir damit nicht so häufig arbeiten, kann er ruhig beide Jobs auf einmal haben. Also Edelsteine schleifen und Betten aus Hundeknochen herstellen. Apropos Edelsteine, wir könnten mal ein paar schleifen. Also, hier hat man jetzt eine Liste von den ganzen Edelsteinen, die wir haben. Und Stein, wie es der Anschein hat. Und da drückt man einfach C, wenn wir sie von Rohedelstein zu geschliffenen Edelstein machen wollen. Oder E, wenn wir einen Gegenstand mit Edelstein verzieren wollen. Verzieren mag ich aber nicht unbedingt, deswegen schleife ich erstmal alle. Dann nehmen wir erstmal die hier, drücken das auf R. Die hier drücken das auf R. Die hier drücken das auf R. Und wir schleifen aber nicht alle Edelsteine, denn es gibt auch eine Besessenheit, wo man denn Rohedelsteine braucht. Und wenn man alle Edelsteine vorher geschliffen hat, hat man ein Problem. Wie mit dem Stoff vorher. Also die Hälfte unserer Edelsteine schleifen wir, den Rest lassen wir einfach im Rohzustand. So wichtig sind mir die auch nicht. Also man könnte später zwar Sachen damit verzieren, damit sie dann mehr wert sind und damit die Nobles
wertvollere Räume haben. Aber das umgehe ich meistens dadurch, dass ich ihnen einfach ganz, ganz große Räume gebe und die voll mit Statuen packe aus deren Lieblingsmetall oder Stein. Da sind sie meistens schon glücklich genug. So. Was wollten wir eigentlich gerade machen? Ach ja, die Müllpresse muss warten, denn es ist eine menschliche Karawane eingetroffen. Den Menschen können wir auch Holz verkaufen, also drücken wir S und geben Bett ein und tun jetzt alle Betten, die nicht mindestens dieses Sternchen hier haben oder die 5 Barren nach unten, hier hin und vertauschen die, um ein bisschen Platz zu machen. Nee, das nicht. So. Hatten wir noch irgendwas, was wir nicht so unbedingt brauchten? Die Mechanismen. Ja, ein paar von den Mechanismen können wir auch verkaufen. Sonst haben wir nicht wirklich viel, was wir gar nicht brauchen, oder? Naja, doch Rüstung und so weiter. Zum Beispiel die Mittens. Okay. Das heißt, S. Mitten. Leather. Warum findet ihr die Mittens nicht? Es könnte sein, dass alle davon ausgerüstet sind. Gucken wir mal hier auf der Liste runter. Okay, bringen wir jetzt alle Kisten, wo Rüstungen drin sind, einfach mal hier hin. Dann können wir später durchgucken, ob da irgendwo unsere Mittens mit bei sind. Munition brauchen wir nicht, Waffen auch nicht. Aber die ganzen Crafts und Musikinstrumente können gerne hier hin. Zap, 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 zap. Und Instrumente auch. Es sind immer noch nicht wirklich viele. Also ich konnte mich in den letzten Versionen von Dwarf Fortress daran erinnern, also vor so einem guten Jahr, dass ich im zweiten Jahr irgendwie schon 10, 12 Kisten voll mit Crafts hatte. Für jede Karawane, die kam. Und es kommen 3 im Jahr. Also, da müssen sie irgendwas gedreht haben. Achso, haben wir schon eingestellt, dass Gerogon hinkommen soll? Ja, Trader is requested. Und er ist auch schon auf dem Weg. Sehr schön. Oh, ich glaube, das da ist er schon. Aber er hat irgendwie ein neues Symbol bekommen. Lord Gerogon. Na gut. Wo kommt die Karawane? Oh, Stopp, Pause. Alles auf Pause. Wir drücken erstmal kurz S, Shift A und T, damit unsere Miliz aktiv wird. Und deponieren sie mal da. Denn, wie gesagt, jedes Mal, wenn eine Karawane kommt, besteht auch die Möglichkeit, dass die Goblin-Invasion mit denen spawnt. Also irgendwo anders auf der Karte natürlich. Aber die könnte gleich hier antanzen und da will ich vorbereitet sein. Denn, wie ihr sehen könnt, bei dem Zwerg da oben, es dauert immer ein bisschen, bis die alle ihre Waffen zusammen haben und Rüstung. Und er hier hat gerade entschieden, dass er müde ist und nicht auf seinem Posten bleiben will. Auch nicht schlecht. Und genau deswegen sollte man immer mehrere Zwerge in einem Trupp haben. Sonst schläft einfach mal die Hälfte. So, wie viele Wagen haben wir? 1 Wagen, 2 Wagen, 3 Wagen, das ist schon mal gut. Kommt noch ein 4.? Nö, schade. Aber 3 Wagen sollen ja auch erstmal reichen. So, also die Türen haben wir hingebracht, die Mechanismen wollten wir noch. Mechanisms. So, geben wir die ganzen schlechten Mechanismen mal dahin. So, auch wenn die Qualität nicht so einen riesen Unterschied macht. Aber wir haben einfach zu viele. So, und es ist auch alles, was man vertauschen kann. Denn langsam würde ich echt gerne anfangen, auch Sachen einfach aufzukaufen, um sie einzuschmelzen. Aber da braucht man schon recht viele Zwergendollar über. Das kriegen wir nicht so wirklich hin. Was wir auch brauchen, ist jede Menge... Oh, trinken brauchen wir nicht mehr. 1234. Da war Liberty fleißig. Aber Essen brauchen wir. Wir haben fast kein zu essen mehr. Wie kommt das eigentlich? Wurden die ganzen Tiere inzwischen nicht geschlachtet? Animals ready for slaughter. Aber keiner hat sie geschlachtet.
Wir haben hier noch unseren Tanner und wir haben unseren Butchershop. Nur macht keiner die Aufgabe. Ist ja auch komisch. Oh, ist es nicht. Ich gucke gerade in meinen Dwarf Therapist und keiner hat Butchery und Tanning als Aufgabe bekommen. Ja, wie auch immer das passieren konnte. Jetzt dürften die Hunde ganz schnell geschlachtet werden. Aber erstmal tauschen. Nee, sind noch nicht fertig. Schade. Ich hoffe, sie werden schnell fertig, bevor Gerogon sich entscheidet. Oh, ich habe jetzt ein bisschen Hunger oder ich will mal schlafen. Aber na gut. Dann tauschen wir in der nächsten Folge und bringen in der nächsten Folge die Hunde um und gucken in der nächsten Folge, ob die Goblins kommen. Denn jetzt gibt es erstmal eine kleine Pause. Also bis gleich.